Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Rome Total War 2 mit. Ah. Mit Makedonien. Der hat sehr viel Hoplitenbürgerwehr und nur zweimal Pekiniere. Die Hoplitenbürgerwehr ist nicht das Problem. Ich probier's mal. Also, je mehr Schaden wir ihnen machen, desto besser. Vor allen Dingen glaube ich, wenn man das clever anstellt, sollte man einiges von ihm. Ah, hier ist es. Einiges von ihm kicken können. So. Die da schießen noch drauf, die sind hier, die sind da. Und die sind draußen. So. Wo ist sein Katapult? Da ist sein Katapult. Dann, ich versuche auf jeden Fall mit der Kavallerie seine Artillerie zu kicken. Oh, boah, das sind ja zwei heftige Dudes. Zu zweit schieben sie einen riesen Onaga in den Hügel hinauf. Also, ja, nicht schlecht. Das ist schon mal. Das ist schon mal heftig. So. Gut, dass er das mit meiner Kavallerie nicht checkt. Das ist schon mal sehr praktisch. Ja, die sind halt ja jetzt schon aktiv, das ist halt ein bisschen blöd. Aber mei. Dann kann sie hier hinten ein bisschen ausruhen, während die sich formieren. Unser General wird angegriffen. Ja, kann sein. Schade, dass die nicht hier die Phalanx angegriffen haben. Das ist natürlich wäre natürlich für mich besser gewesen. Und ich greife den jetzt mal an. Ach du, hä? Du hast deine Pikenphalanx gar nicht angemacht. Oh, okay, alles klar. Alles klar, Entschuldigung, dass ich dachte, dass ich das gemacht hätte. So, jetzt aber. So, ich muss halt schauen, dass ich wieso geht er jetzt wieder zurück? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nein. Komisch.
Das ist richtig blöd, dass er das gerade macht. Der hat extrem viele Pikiniere jetzt platt gemacht. Das war sehr blöd. Nein, stopp. Die sind doch schon längst weg. So, außer Atem. Lass ich jetzt wieder ein bisschen langsamer gehen. Oder doch nicht. Ah, jetzt dürft ihr wieder schießen. Sorry. Genau. Sehr schön. Aktiv. Jetzt sind sie wieder frisch, das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Da muss ich jetzt aufpassen. Schnell jetzt. Tschüss. Hab nur kurz guten Tag gesagt. Ja, Speerträger haben halt eine ziemlich gute Durchschlagskraft, deswegen verlieren die so krass viel. So, schön auf die Pikiniere reinhauen. Schneller Nahkampfkavallerie. Sag ich, ich versuche dann mit der Kavallerie auch nochmal hier rein zu preschen. Schnell weg. Das war ein guter Charge. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff.
der schützt halt seinen Rücken jetzt. Das ist echt kacke. Ich muss es noch mal versuchen. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gegner Makedoniens. Aber ist eigentlich schon vorbei, ja. Durchbrecht die Linien! Eure Befehle? Kommandant, Kyriei! Greift an, Söhne des Ahren! Bürgerkavallerie! Eine gesamte Einheit ist umgekehrt. Zerstückelt sie! Zu Befehl! Auf die Kavallerie! Vorrücken! Eure Befehle? Befehle? Kommandant, bereit zum Einsatz! Bürgerkavallerie! Kommandant, bereit zum Einsatz! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir zurück. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Schnell hier. Schnell vorrücken. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Befehle? Vietus! Kavallerie, vorrücken! Vorwärts! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Kavallerie, vorrücken! Passt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Passt, passt. Ja, schade, schade, schade. Vor allen Dingen, dass er Speerträger hatte und keine Steinwerfer. Das wäre besser für mich gewesen. Naja. Dafür, dass Pergamon die Hauptstadt von Pergamon ist, ist das so winzig. Das ist ja so ein ganz winzig kleines Dorf. Kyria. Die Frau hat bewiesen, dass sie durchaus in der Lage ist. Die arbeiten so im großen Haushalt. Hören wir an. Kind ist geboren, fehlgeschlagen, bla bla. Gut, ja, da muss ich dann wieder zurück. Warte, 1, 2, 3, 4. Zweimal, okay. Oh, ups. Ja, das passt soweit. Die rudern mal hier weiter. Der macht mal den da. Warte, du machst mal hier den da. Ich will die töten. So. Du holst dir den. Schon. So.
So, super. Na, nach da oben komme ich jetzt nicht mehr. Das ist so nervig. Jetzt sind jetzt fehlen mir hier zwei Einheiten. Wegen diesen voll plauen Ding. Ja, Stahlschleuder gehen immer. Gut, dann du holst dir mal die nächste Stadt. Auch automatisch. Geht alles automatisch. Geht fast wie von allein. Du gehst jetzt mal dahin. So, du gehst mal so. Bist ein Stratege. Ja, genau. Automatisch alles. So, du. Die haben eine 1000er Garnison. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich belagere einmal noch und danach greife ich an. So. Super, das freut mich. Gut. Dann ihr macht euch mal auf dem Weg langsam nach Süden. Ich glaube zwar nicht, dass der General da ankommen wird, aber können wir ja so machen. Oder können wir ja hoffen. So. Ah. So. Okay, dann ist alles fertig. Diese da. Also. Ja, Antiochia werden wir in der nächsten Runde einnehmen. Und, die bekommen noch was. Begleitarmee. Dann machen wir dich mal zur Begleiterin. Darius Untergang hat was bekommen. Erfahrungsrang bekommt er. Oder Bewegungsgeschwindigkeit ist halt auch super. Ja. Ja, komm, Veteranenarmee. Gut. Nur die größten Wagen ist mit. Wenn du nochmal mit Klientelkönigtum kommst, dann sage ich ja. Nur aus einer starken Position heraus mache ich einen Frieden. Mit deiner blöden Agentenaktion? Nee. Du hast voll gute Veteranen hier gekillt. So. Ah. Makedonische Abtrünnige, ganz ehrlich, die sterben ja eh jetzt bald. Die Seelen und. Ja, ist mir egal.
I don't care. Die Verteidiger Pellas. Ja. Die sind nicht wirklich super. Also die haben alle was Negatives. Minus Gravitas, plus Gravitas. Also das ist also die jetzt das zweite und dritte hebt sich quasi auf. Ja, komm. Machen wir das dann. Rang erhöht bis zu Rang. Ja, der ist jetzt gestorben. Mein Dude. So, Gravitas, Loyalität zur Partei. Minus plus Sklavenunruhen. Ja, plus 1 auf Sklavenunruhen sind halt blöd. Ja, minus 25% auf die Größe des Einflussbereichs. Das ist halt blöd. Ein Kind ist geboren, natürlich ja tot. Der ist in Mission fehlgeschlagen. Mission fehlgeschlagen. Familiengeschichte. Dieses Familienmitglied ist gerade die Treppe hinabgefallen. Aufgrund eines Beinbruchs wird diese Person im Bett bleiben und sich monatelang vor der Öffentlichkeit verabschieden. Ah, okay. So. Dann, ich will mal kurz schauen, wie es überhaupt meiner Familie geht, so, ne? Der bekommt nämlich jetzt noch eine Frau. Die bekommt noch einen Mann. Ich muss nämlich schauen, dass ich neue Kinder und so weiter bekomme, ne? So. Hier, die da. Und die da. Okay. Die bekommt noch Mann. Die wird noch befördert und bekommt noch Mann. Also wie groß jetzt meine Familie ist, ne? Wobei, die ist schon 73. Wir bekommen nichts mehr. So. Die ist 33. Mal schauen, wie sehr mich die andere Partei jetzt hasst. Ich glaube sehr. Alter. Kosten 72. Ja, lol. Ich will ja nur, dass er heiratet, aber egal. Weil wir haben ja genug Kohle. Warte mal. Übersicht, Politik, minus ja, 36. Gut, dann schauen wir mal. Er sagt, es wird eine sehr schwere Ding. Aber ich glaube, so können wir es schaffen. Und das machen wir die nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.